Ra, ra, er ist es. Ra, ra, Rapido. Und damit willkommen zu einer neuen Reaction auf diesem Kanal. Und zwar heute von Rapido Massari. Ich bin sehr gespannt. Er hat viele Bilder auf Insta dazu hochgeladen und gesagt, das ist der übelste Shit. Deswegen erwarte ich jetzt schon ein bisschen was. Ein Treppenhaus Production. Jawohl. So und nicht anders. Bevor wir jetzt hier den Track anhören, ich gebe schon mal ein Like, weil, ja, es ist Rapido. Ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. So, für die Leute, die noch nicht wissen, wie ich zu Rapido stehe. Rapido ist einfach ein fucking Beast. Ja, Rapido ist ultra krass. Und ich schwöre auf meinen Cock, dass der Kerl richtig weit nach oben kommt. Und das gönne ich ihm vom ganzen Herzen. Und ihr solltet es auch tun. Deswegen checkt den Song ab. Auf jeden Fall, das muss richtig gepusht werden. Ich bin sehr gespannt. Ja, wollen wir uns den Track gönnen? Ja, seit wann feiere ich Rapido? Haben auch schon ein paar gefragt tatsächlich. Seit 2015, seit dem VBT tatsächlich, ne? Alter, die VR2 von Rapido, ne? Clark! Ey, yo, Clark, mach die Biege! Deine ganzen Lines sind Pfostentreffer. Und selbst wenn du Fotze fresh lässt, ja, da wäre ich trotzdem besser. Er zu dem A und dein ganzes Weltbild geht zugrunde. Ey, der Typ ist einfach dope. Wisst ihr, der Kerl hat's einfach in sich. So, deswegen, wir gönnen uns jetzt den Track. Massari geht knackige 3 Minuten. Kurz wie Nugube Yangs Penis. So, deswegen fangen wir an. Let's go. Ich bin sehr gespannt, was er hier droppt. So, es wird viel Wenge. Es wird viel Welle um den Song gemacht. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Ein Treppenhaus Production. Ey, ich liebe diesen Namen immer noch, ne? So, Grüße gehen auf jeden Fall nochmal raus an Rapido Battle Flow. P-Sticker und auch an den Beatproduzent Santo Beats. Rapido hat geile Beats und mal gucken, wie der Beat reinbrettern wird. 3 Minuten. Ich bin gespannt. Let's do it. Ra, ra. Massari. Yes, yo. Mach Pamin, Massari, meine Stimme ballert Beats. Erzummer. Boah. Erzummer. Sag dir trotzdem, ich bin immer noch aktiv und ich kill den Takt auf Beats. Geil. Ihr seid alles kleine Fotzen, lecker. Ich lasse es durch deine Boxen scheppern. Verliert! Ihr seid alle keine Jeep. Ich hab niemand hier gefragt. Ich nehm mir, was ich verdiene. Nimm euch alle weg. Oh mein Gott, das war die Hook. Und Leute, meine Kopfhörer sind broke as fuck, aber es klingt so fucking dope. Der Beat ist so heftig und auch der Text ist einfach geil. Es passt einfach zu einer Hook von Rapido. Und dieses Erzummer, Erzummer, Erzummer. Das ist Kopfnicker-Shit. Das kann man so im Auto pumpen. Ich kill den Takt auf Beat. Erzummer, 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 Erzummer. Ihr seid alles kleine Fotzen lecker. Lass den Sound durch deine Boxen scheppern. Das ist krass. Das ist heftig, das ist heftig. Heftige Hook von Rapido. Er hätte einfach jetzt den Track aufhören lassen können, einfach auf YouTube hochladen können und es wäre ein Brett gewesen, wie man es kennt, ja, vom Messias. Aber es geht natürlich noch weiter. Ich bin sehr gespannt, was auf den Parts auf mich zukommt, aber die Hook ist, die ist 1A, die ist echt böse. Die geht böse ins Ohr, ist geil, der Typ hat einfach krassen Flow. Den Druck in der Stimme feiere ich extrem. Man merkt einfach, dass der Typ Hunger hat, ja. Und deswegen, wenn sein Album kommt, kauft den Scheiß. Und auch den Track, geht auf den Track, verbreitet ihn, teilt ihn. Schickt es jedem, den ihr kennt. Weil das ist jetzt schon zu heftig so. Das ist einfach jetzt schon krank. Noten machen krasse Welle. Krasse Welle. Doch bekommen Nackenschellen. Guck nicht so weit in meinen Doppellau. Klatschrapper fressen in den Noppenschau. Ja, Mann, das ist geil, geiler Flow. Ja, mit den Pausen, mit den gesetzten Pausen, sehr schön, passt zum Beat. Das gefällt mir. Was sagte er nochmal am Anfang? Keine Ahnung, ich kann jetzt die Zahlen leider nicht wiedergeben. Aber du, 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 du. Und jetzt rastet er nochmal komplett aus. Das ist geil, das klingt dope, es ist dope. Und wenn er jetzt ein Double Time rausflext, fick mein Leben, fick mein Leben. So weit in meinen Doppellau. Klatschrapper fressen in den Noppenschau. Vielleicht bleibt man sich mal über den Tag niemals lieb. Und ich garantier für nichts, was dir Spaß, die passiert. Fick deutschen Rap, ich seh nur Fakten hier. Rappen sie, dein Tag.
Geile Zeile, geile Zeile. Deutscher Rap ist wie ein Jackie und der letzte Tropfen ist mir. Irgendwie sowas, ne? Das ist eine geile Zeile. Das ist eine geile Zeile. Die hat auch ein bisschen Gewicht, so. Die ist dope, die ist dope. Ist jetzt zwar kein Double Time gekommen von Rapido, also kein Double Time aller Rapido gekommen, aber auch wieder ein Flow Switch, ja, ohne Pausen quasi. Ein paar Pausen kamen danach nochmal in den Parts, aber ey, das ist dope, das ist einfach dope. Ich finde es jetzt textlich nicht so stark wie jetzt zum Beispiel John F. Kennedy, jetzt als Beispiel, aber ist einfach vom Soundbild her überkrass. Der beste Rapper Deutschlands. Für diesen Flow verteilst du besser Streusand. Geil, geile Zeile. Alter. Rapido, der beste Rapper Deutschlands. Für diesen Flow verteil mal besser Streusand. Geil. Auch wie er es rüberbringt mit sehr viel Druck in der Stimme, mit sehr viel Power. Man nimmt ihm das einfach ab, was er sagt. Die Locations sind auch geil, gut beleuchtet. Beat ist halt überkrass. Santo Beats, nochmal Grüße, das ist krass, was du gemacht hast, also heftig, heftig. Mach euch süchtig, ich werd euch hier alles nehmen und bin erst zufrieden, wenn die Halle bellt. Geil, auch geil, das ist sowas, wenn man sowas im Club hört, hat man einfach Bock drauf abzugehen. Ja, ich stelle mir jetzt gerade so vor, die Zeile baut sich so langsam auf, so relativ ruhig rappt er sie und dann sagt er... Genau, und auch wie der Beat weggeht. Und ich bin erst zufrieden, wenn die Halle bebt. Und dann kommt die Hook. Besser kann man es nicht verpacken. Besser kann man es nicht verpacken. Wenn der Beat weggeht, ist immer eine bestimmte Atmosphäre am Start. Und heftig. Hätte ich jetzt nur geile Kopfhörer, wäre das nochmal 500 mal geiler. Aber man hat nicht alles im Leben. Aber ich weiß jetzt gleich schon, dass ich diesen Track auf jeden Fall gleich auf meiner JBL-Box pumpen werde. Das ist so... Geil, und jetzt kommt die Hook wieder. Gefärbte Haare so wie Barbie-Puppen. Barbie-Puppen. Mach nicht auf Pack, du kleine Party-Nutte. Geil, mach nicht auf Pack, du kleine Party-Nutte. Klingt auch geil, betont er sehr geil wieder. Auch wieder sehr aggressiv, aber ist der ganze Track ja. Aber das ist einfach so, da merkt man einfach, der Typ hat Bock. Habe ich jetzt schon dreimal gesagt, oder vier, oder fünf, oder sechs, oder sieben, oder achtmal. Aber man merkt es einfach, dass der Kerl Hunger hat. Ja, deswegen... Supportet den Shit. Wieder harten Rap, vor mir war die Lage schlecht. Deutscher Rap ist wie mein Nachbar und ich mach vor keinen Stress. Geil, das sind auch so Zeilen, die erwarte ich nicht unbedingt so von Rapido. Ne? Man erwartet so richtig straighten Shit und auf einmal kommt so eine... Das war wie bei John F. Kennedy. Wie war die Zeile mit den Lappen? Mit den Putzfrauen? Das kam so voll unerwartet und so gar nicht... Ich weiß nicht, es kam sehr, sehr stumpf. Ja, und Sansa ist wirklich der Meister in stumpfen Sachen rappen, ja. Es geht in die Fresse wie Nummernschilder. Es ist so witzig. Und hier Rapido auch wieder. Was ist das für eine Zeile? Die erwartet man gar nicht. Aber ich finde das feierbar. Partylage schlecht. Deutscher Rap ist wie mein Nachbarhaus. Ich mach vom Gartenstress. Deutscher Rap ist wie mein Nachbarhaus. Ich mach vom Gartenstress. The fuck? So, das erwartet man niemals, sowas. Das ist einfach stumpf, aber irgendwie auch witzig. Oh, shit. Okay, da kommt der Double Time nochmal. Auch hier wollte ich gerade eben stoppen, aber da kam der Double Time. Von wegen, noch einmal Wayway und ich drück oder so. Also nochmal schön ein Diss an die ganzen Autotune-Vögel. Vögel? Kasa, Grüße gehen raus an dich. Ich bin durch und durch ein Kacka-Wichser. Vergleich das mal mit all den anderen Pisser. Bin wieder da und ich schicke deinen Arsch. Stoß darauf an, also gib mir ein Glas. Glaub mir mal, ich ziehe mich wieder ab. Fick auf die Fotzen, ich nehm mir mein Arsch. Rapper, die machen hier Welle auf Autotune und denken, sie können singen wie Stars. Aber nimm denen mal diesen Effekt, dann hört man genau, wie beschissen es war.
Ja, Mann, genau so ist es. Shirin David, fick dich. Nee, keine Ahnung. Aber geil, geil, geil. Klar, in Double-Time-Passagen kann man jetzt nicht so den Übertext bringen. Aber ich finde, hier ist einfach Real Rap dabei. Wieder schön Fronts gegen diese Autotune-Söhne. Sehr schön. Sehr geil. Ja, Mann. Herz zum A, Herz zum A, Herz zum A. Geil. Diesen Adlib habe ich ohne Witz, den habe ich sau vermisst, diese Lache, ne? Wo, in welchem Track war das nochmal mit diesem geilen Adlib? Habe ich übel gefeiert, keine Ahnung, weiß ich gerade jetzt nicht mehr, aber dope. Ja, Mann, das war's. Kauft den Scheiß, verbreitet den Scheiß, Masari. Geiles Cover übrigens. Sieht ein bisschen aus wie Bruce Lee, der gute Rapido. ohne Witz, ne? Ohne Witz, Bruce Lee. Ey, das wäre mal ein geiler Song für ihn, so Bruce Lee. Und dann macht er irgendwelche... Ja, keine Ahnung, was laber ich für eine Scheiße. Der Double Time kam nochmal, der Flex. Wie erwartet, dope. Beat geil, Hook geil, Parts geil. Parts zwar finde ich nicht so stark wie zum Beispiel in John F. Kennedy, finde ich, ist meine persönliche Meinung. Also von den Aussagen her, klar, schöne Fronts gegen die Autotunes Söhne of Doom. Sehr geil, sehr, sehr geil. Track 3 Minuten. Die Hook, wie gesagt, also das kann man wirklich in Clubs, im Auto, volles Rohr aufdrehen. Und auch schön, wie er im ersten Part, nee, nicht im ersten Part, ne? Oder war es im ersten oder im zweiten Part? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube doch im Nee, war im ersten Part. Im ersten Part, wie dann auf einmal er so... Ja, was... druckvoll, aber nicht richtig aggressiv in die Line einsteigt. Und dann richtig aggressiv mit den Hallen. Irgendwas mit den Hallen war das. Erst wenn die Hallen voll sind und dann der Beat nochmal kurz weggeht. Und dann die Hook einsteigt. Das ist einfach top. Top. Man weiß einfach, der Kerl hat Ahnung von Mucke. Er hat Bock, er hat Hunger. Er hat Bock zu ficken. Und das gönne ich ihm. Deswegen, Leute, in der Beschreibung ist der Song. Like das Ding, teilt das Ding. Geiler Song von Rapido. Ich bin sehr gespannt, wann er sein Album droppt. Wird auf jeden Fall supported. 100%. Bis jetzt jeder Track, den er hochgeladen hat, einfach krass. Einfach wirklich krass. Deswegen, Leute, wie findet ihr den Track? Ich finde den heftig. Hätte ich nochmal geilere Headsets, wäre das natürlich noch was anderes. Aber wird auf jeden Fall gleich erstmal auf einer Box gepumpt. Mal gucken, wie sich dann anhört, wie fett. Leute, geiles Ding. Wie findet ihr den Song? Grüße nochmal an alle. Ich find's geil. Auf jeden Fall. Weiter so, Rapido. Ich werde dich unterstützen. Safe. Und ja, macht's gut. Schönen Abend noch.